Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Antriebe sind unser Thema. Jetzt wissen wir, unser Antrieb wird warm. Überraschung. Ja? So, wie warm darf er denn werden? Da sind die Isolierstoffe, die verwendet werden, der begrenzende Faktor. Deswegen hat man in einer Norm, ja, der VDE 0530, hat man festgelegt, Isolierstoffklassen, verschiedenste Klassen mit irgendwelchen maximal zulässigen Temperaturen. Okay? Und die möchte ich jetzt kurz erwähnen, was diese Klassen sind. Ja, und ja, schauen wir es uns an. Okay? Schauen wir es uns an. Ja. Welche Klassen gibt es? Nun, die niedrigste Temperaturklasse ist die sogenannte Klasse Y. Ja. Die hat eine zulässige Temperatur von 90 Grad Celsius. Ja. Fange ich unten an, weil ja, ist die niedrigste Temperatur. Was sind da typische Isolierstoffe? Also das sind Baumwolle, das ist zum Beispiel Baumwolle. Natur- und Kunstseide. Papier. Holz. Zellwolle. Polyamidfasern. Pressspan haben wir da noch. Also eine Reihe von Materialien kommen da zum Einsatz. Ja. Formaldehyd, Kunstlacke. Alles Mögliche. Ja. Das ist die Klasse Y. Dann haben wir die Klasse A. Okay. Die hat ein höchst zulässiges Temperatur von 105 Grad. Ja. Die Windungstemperaturen und so weiter dürfen laut Norm aber nur 100 Grad betragen. Ja. Da bleiben wir ein bisschen weg. Ja. Also das, was ich in Klammern dazu schreibe, sind immer die maximal zulässigen Temperaturen nach eben dieser VDE 0530. Ja. Was hat das? Das ist das gleiche Materialien wie A. A wie Y. Wie A. Ja, gleiche Material, A, die gleichen Materialien wie A. Ja. Nur sind diesmal die gedrängt. Ja, gedrängt. Nur nach dem Einbau in Natur und Kunstharzlacken. Getränkt. Da baue ich ein und dann gieße ich da einen Lack drüber, das saugt sie an und dann hält es mehr Temperatur aus. Ja. Shellack zum Beispiel oder so irgendwas. Ja. Naturlack. Ja, was haben wir dann? Dann haben wir die Klasse E. Die Klasse E darf haben bis zu 120 Grad. Die Windungstemperaturen sind aber nur 115. Gell? Bei rotierenden Maschinen. Das geht immer bei rotierenden Maschinen, weil wir reden ja über Antriebe. Bei Transformatoren und so weiter kann es vielleicht anders ausschauen. Ne? Da gelten, also für die Isolierstoffklasse gelten immer so spezielle Maximaltemperaturen je nach Anwendungszweck. Ne? Da haben wir Drahtlacke, Pressteile mit Zellulosefüllstoff. Zellulose-Füllstoff, Papiersichtstoffe, ja. So schaut das da aus, E. Ja. Dann hätten wir B.
Das kann bis zu 130 Grad. Temperaturen 120 Grad Celsius. Material selbst 130, Minustemperatur 120 Grad. Glasfaser Asbest. Klimaprodukte, so Mineralklima, gell? Prestelle. Und diesmal mit mineralischem Füllstoff. Das ist die Klasse B. Dann haben wir natürlich die Klasse F. Man sieht, es hat eine super Ordnung. 155 Grad. 140 Grad maximale Windungstemperatur. Ist wieder Glasfaser. Asbest. Klimaprodukte. Ja, die halten schon was aus. Ja. Und dann Drahtlacke. Auf Polyamid. Polyimid. Basis. Polyimid kennen wir vielleicht. Das sind in manchen, wenn schon mal wer aufgemacht hat, so elektronische Komponenten, ja, oder man sieht das relativ häufig, das sind so komische Folien drin. Beim 3D-Drucker ist zum Beispiel dabei, so komische gelbliche Folien, das sind Polyimid-Folien, die halten ganz schön was aus. Ja. Duroplaste. Ja. Ja, dann haben wir nur H. Grad, maximal 165 Grad Celsius Minustemperatur. Das sind auch Glasfaser als Beste und es gibt Kuchenformen davon, Silikon-Kautschuke. Ja. Ja, also diese Kuchenformen, die so wabbelig, die sich so bewegen lassen, das sind typische, also H, ja, Isolierstoffklasse H. Und dann gibt es Isolierstoffklasse C. Gott sei Dank ist jetzt das dann, weil das ist die letzte Farbe, die ich habe. Und schwarz, ist schwarz überhaupt eine Farbe? Ich weiß es nicht. Das ist größer wie 180 Grad. Da haben wir Klima. Porzellan, Keramik, keramische Stoffe, Glas, Quarz. Was sind wir dann bei den Mineralien zu Hause? Ja? Also das sind die Isolierstoffklassen. Isolierstoffklassen nach VDE0530. Das ist auch das, was auf den Typenschildern draufsteht. So ist es. Das war jetzt eine ziemlich literarische oder eine ziemliche Auflistungssache. Aber ich habe es aufgeschrieben, ich kenne das, kann man unten wieder runterladen. Dann hat man Referenz zumindest. Das nächste Mal reden wir wieder über handfestere Sachen. Da reden wir über verschiedene Betriebsarten. Es wird eine ganze Serie kommen an recht kurzen Videos, wo halt nur eine Betriebsart kurz erklärt wird und wie das ausschaut mit dem Temperaturverlauf und was man deswegen für Leistungen fahren darf. Ja? Aber dazu im nächsten Video mehr. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.